SmackDown wechselte ja in der vergangenen Zeit von Freitag zu Donnerstag. Nun soll noch ein weiterer Wechsel bei SmackDown passieren. Und zwar soll SmackDown ab Anfang 2016 auf das USA Network verlegt werden. Das heißt, die Shows werden bei dem USA Network ausgestrahlt, nicht wie jetzt bei dem amerikanischen Sender Sci-Fi. Ab da an will man größere Stars bei SmackDown einsetzen und will die Show auch deutlich relevanter gestalten und zum Beispiel Fädenteile von Raw bei SmackDown weiterführen oder sogar beenden. Des Weiteren soll besonders viel Wrestling bei SmackDown geboten werden, was ja oft kritisiert wird, dass dies bei Raw zu kurz kommt. Wie wir vorher berichteten, soll Scott Steiner angeblich während der WrestleMania-Woche am Flughafen die Frau von Hulk Hogan und auch Hulk Hogan selbst bedroht haben. Nun äußerte sich Scott Steiner zu diesen Vorfällen und dementierte das. Er sagte, er würde Hogans Lügen niemals für richtig erklären und sagte nur, dass er es nicht für richtig hält, dass Hulk Hogan den Macho Man Randy Savage in die Hall of Fame einführt, da ja jeder wüsste, dass Hulk Hogan Randy Savage gehasst hat. Eine Morddrohung dementierte er komplett und sagte, so etwas würde er niemals tun. Die NXT-Ausgabe heute Nacht wird sich mit dem WrestleMania Access beschäftigen. Und zwar wird vielleicht das Turnier gezeigt, bei dem Hideo Itami gegen Tyler Breeze und Adrian Neville gegen Finn Bella antraten. Die neue Staffel von Tough Enough wird gerade produziert und soll am 23. Juni starten. Steve Austin war ja der Host der letzten Tough Enough Staffel, wird aber wahrscheinlich nicht zurückkehren zu Tough Enough, und so ist Chris Jericho auch hier wieder im Gespräch, wie auch bei den Podcasts auf dem WWE Network direkt nach Raw, um Steve Austin in diesem Platz zu ersetzen. Allerdings ist das noch nicht bestätigt, weitere Infos folgen natürlich hier auf diesem Kanal. RVD hat ein Interview gegeben und hat einige interessante Themen angesprochen, unter anderem sein letzter WWE-Run, das aktuelle WWE-Produkt, ob er Vollzeit oder nur Partzeit arbeiten will, seinen Lieblingsgegner, den er bei seinem letzten Run hatte, die Unterschiede zwischen verschiedenen Promotions, die Atmosphäre während One-Night-Stand 2006, seine Zeit bei TNA, was er macht außerhalb von Pro Wrestling und was seine Zukunft bietet. Das komplette Interview zusammengefasst und als Video findet ihr natürlich auf einer Seite von pwmania.com in der Videobeschreibung. Finn Bella hatte diese Woche zwischen den Tapings ein Dark Match gegen Xavier Woods, was laut Zuschaueraussagen sehr gut gewesen sein soll. Finn Bella hat sehr gute Reaktionen gezogen und es könnte sein, dass er bald ins Main Roster kommt, da die Offiziellen offenbar sehr viel von ihm halten.